Oh, guck mal hier, mein Lieber. Freiberger Brauhaus. Ja, wir sind gleich da, mein Gutster. Und, noch einen kleinen Frühschoppen? Junge, bin ja zur Jagd eingeladen. Don't drink and hunt oder was? Ganz genau, 0 Promille, ganz streng. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt einen Zwischenstopp machen, dann wird sich unser Gastgeber Erik Ochmann auch wundern, wo wir bleiben. Weil er hätte Verständnis dafür. Er hätte Verständnis, aber wir sind eigentlich gut in der Zeit heute. Das wollen wir nicht aufs Spiel setzen, oder? Ganz genau, ganz genau. So, er hat ja viel vor, er will uns viel zeigen. Genau, hat ein neues Revier, seit einem Jahr hat er gepachtet, ne? Genau. Der gute Erik. Und ja, du kennst ihn schon eine ganze Weile, ne? Ja, wir haben schon viel zusammen gejagt. Und jetzt aber in dem neuen Revier hat er gesagt, Christian, du musst vorbeikommen. Du musst vorbeikommen. Oder? Da habe ich gesagt, mach mal. Wenn es sein muss. Naja, war ja auch schon ein paar Mal bei uns im Revier mit Hector. Hector. Der deutsche Jagdterrier von ihm, der ist ja Kult, ne? Also das ist eine richtige Rakete, ne? So groß wie Erik ist, der ist ja 2 Meter, so selbstbewusst ist der kleine deutsche Jagdterrier. Allerdings, ja. Nee, den werden wir auch gleich sicherlich treffen. Und Erik ist ja auch Chorstudent, ist alter Herr, glaube ich, oder was? Genau, ne? Alter Herr beim Jagdchor Hubertia Leipzig. Ja, er ist ja richtig engagiert, ne? Ja, hat das richtig vorangebracht. Kurzum, guter Mann. Guter Mann, auf jeden Fall. Deswegen fahren wir auch hin. Deswegen fahren wir hin, Jagd erfahren. Ja, definitiv. Und ja, für dich ist ja wieder ein Heimspiel hier, ne? Schönes Sachsenland, klar. Endlich mal wieder. War schon lange nicht mehr hier, oder? Nee, Spitze, ich freue mich auch sehr. Ja, du freust dich immer. Digger. Der Stadtjäger. Oh, oh Gott, der kommt der Berliner wieder durch, ganz ne? Genau. Ja, schlimm ist, wenn... Ich glaube, vorne geht's schon rein. Schlimm ist, wenn dein Sohn zu dir sagt, chill mal dein Gesicht, dann wird's schwierig. Hier links. So, jetzt chill du mal dein Gesicht, ich biege jetzt hier links ab. Ja, bieg mal hier links ab. So, und Achtung. Boah, Junge, ja, der Schätze, mal, ey. Der. Wie auf Schienen, wie auf Schienen. Ja, wie auf Schienen. Oh, guck mal hier. Man sieht, die Schornsteine qualmen. Es ist kalt im Sachsenland. Ja, es ist richtig schattig, ja. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich hoffe, du hast die lange Unterhose mit. Immer. Korrekt. So hier. So kenne ich dich. Oh! Mach langsam, Junge. Ja, guck doch mal, wie auf Schienen. Bist du wieder so emsig. Ja, ich bin schon, hab schon ein bisschen Jagdfieber. Ne? Ah, ich merke das schon. Oh, guck mal, da ist er am Werke. Oh, hier wieder Hochsitz gebaut. Da ist er schon am Werke. Ja, der kommt da wahrscheinlich zur Bockjagd nicht mehr. Ja, gucken wir mal, ob wir noch helfen können. Und wenn du nicht helfen kannst, dann störe. Das ist mein Motto. Das kannst du am besten. Ja. Na los. Der Hochsitzbauer ist schon echt schön hier. Okay. Guck ihn dir an, du. Da kramt er im Auto. Na, mein Lieber, und? Vielen Dank für die Einladung. Ah, schön, dich zu sehen. Christian. Na? Schon ordentlich gebaut hier. Ja. Junge. Einiges zu tun im Revier hier. Ja? Ist alles ganz neu? Ja, haben es zwar jetzt ein Jahr, aber... Trotzdem. Ja gut, macht man auch nicht mal in so einem Hauruck-Aktion, ne? Haben jetzt im Jahr erstmal ungefähr mitbekommen, wo was halt so wechselt, ne? Ja, ja. Und dementsprechend jetzt halt Sitze stellen. Also Platz habt ihr ja hier genug, ne? Ja. Also das ist ja schon mal... Hat Vorteile, so kannst du ein paar Hochsitze vorab cool. bauen, ne? Auf jeden Fall, ja. Cool. Und sonst geht's dir gut? Ja, du hast ja schon lange nicht mehr gesehen, aber... Leider. Ja. Ja. Wo ist dein Hund? Ja. Hector. Der bewacht das Auto, oder was? Ja, da ist er. Komm. Der Räuber. Komm mal her. Ja. Der muss ja mal gucken, wer hier kommt. Ne? Ah, der Gute, ey. Das ist schon echt ein Knaller, der Hund, ne? So, erzähl mal. Ja. Wir sollten ja zur Jagd kommen. Genau. Was ist da los? Was hast du denn vor? Was ist der Plan? Ja, guck mal. Also wie gesagt, wir haben ja schon angefangen mit Rehwildjagd hier. Mhm. Und wollen heute speziell halt auf Rehwild weitergehen. Rehwild. Ne? Also Schmalrehe, Böcke. Böcke, genau. Also Böcke, egal wie alt, beziehungsweise wir haben ein paar Ecken, die halt am Staatswald grenzen, wo halt Waldumbau gerade stattfindet. Und okay. Auch dort schießt man natürlich starke Böcke jetzt in die Jahreszeit schon. Ne? Also, okay. Also müssen wir jetzt nicht gucken, ist er 5, 6, 7 oder 8? Nee, also an den Ecken nicht. Ne? Also in der Reviermitte, gut, lassen wir solche Böcke natürlich stehen, aber beziehungsweise halt je nachdem, wo gerade Starten entsteht. Ne? Ja, ja. Nö, korrekt. Da haben wir gar nichts dagegen, oder? Ich bin dafür. Ja. Ich bin eindeutig dafür. Ja. Nee, aber auch bei Jährlingen, natürlich, auch wenn sie noch im Bass sind, gerne trotzdem erlegen. Ne? Okay, also, nee, gut, klar. Ja. Klare Ansage. Da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Aber. Ja, na gut, wir... Machst du schon rein, ne? Was macht der denn hier? Ich sag dir, komm her, Hector. Hector ist wieder in Hochform.
Nee, das war meine Hand. Ja, nee, aber wie gesagt, da halte ich euch auch nicht zurück, weil wie gesagt, wir haben ja Probleme mit der Altersstruktur und alles mögliche. Also wir sind gerade dabei, den Bestand etwas zu verjüngen, aber trotzdem muss man natürlich auch in die Jugendklasse eingreifen. Also jetzt auch gerade Anfang oder Mitte April, bis Ende April, lässt sich natürlich das Schmalreh noch hervorragend ansprechen. Ja, von daher. Also notieren wir Chancen nutzen. Chancen nutzen. Genau, ja, so sieht es aus. Wie gesagt, Überläufer sind auch gerade eine ganze Menge unterwegs. Also wir müssen mit ein paar versprengten Überläufern rechnen. Also von daher. Okay, nee, cool. Wir müssen jetzt noch knobeln, wer mit dir gehen darf. Hast du was in petto, was wir jetzt machen können? Ja, also ich habe es ja schon bei euch in den Videos gesehen. Ihr habt schon was vorbereitet. Hinten ist ein schöner Korb. Da ist noch Feuerholz. Und jetzt werdet ihr erst den Korb voller Pilze hat, oder was? So in etwa. Nee. Ja. Also dann Ziel werfen oder was? Ja, klar. Oh, ach Gott. Ja, geil. Oh, ey. Das kann ja besonders gut. Na gut, okay, komm. Also den Korb nehmen, Ziel werfen mit den Holzscheiten, ja? Genau. Okay, komm, dann machen wir das jetzt. Na, das machen wir, damit wir komm. Ja, hier. Hochmotiviert oder was? Na gut, also Körbchen hat er gesagt. So, jetzt musst du mal ein Stückchen. Ja, hier, komm, jeder nimmt sich. Sag mal die Größe, das suchst du aus oder was? Zwei so Dinger, jeder zwei. Ach, nimm zwei. Einfach, ja, nimm, wir stellen das Ding hier hin. Zum Treffen. So, komm hier, jetzt komm mal mit, nicht, dass du gleich jammerst. Ja, genau. So, wir stellen das Ding jetzt hier hin. So, und hier, und wir nehmen das Ding hier als Markierung. Aha. Und müssen wir alle beide versenken oder was? Oder wer zuerst trifft? Wer zuerst trifft. So, von hier, ja, oder was? Na gut, mir ist eigentlich egal. Ja. Dann fange ich jetzt an. Warte mal. Warte, ich habe noch einen Versuch. Ja, okay, mach mal. Okay, mach mal. Ja, probier mal. Komm. Ja, mach. Du lenkst mich ab. Nein. Nein. So, jetzt kommst du. Wenn du den triffst, bist du gut. Naja, komm. Na gut, okay. Seine gegönnt, du. Doch also, Erik, hast du gesehen, ne? Hier, ich, ne? So, hast du gesehen, ne? Glücksmomente. So, okay, also, losmachen oder was? Direkt losmachen. Jetzt zwei und ich ganz alleine. Wir zeigen jetzt ihm seinen Sitz, fahren damit hin, zeigen ihm das alles, setzen ihn hin, dass er sich nicht verläuft, weißt du? Wie, ist ein guter Sitz. Wie Rotkäppchen im Wald. Nee. Oh, zu lange überlegt. Okay, ich werde zurechtkommen. Okay. Alles klar. Also, Abfahrt. Dein Sitz ist hinten ungefähr 150 Meter hinter der Halle. Okay. Also man kann es ja nicht vergehen. Also ein schöner Sitz direkt am Baum und mit Blick Richtung Wald. Und halt hier, wie du siehst, schauen wir auf das Feld, Esungsfläche. Ich sehe schon Klee. Raps. Sieht saftig alles aus. Dabei. Also wenn ich Reh wäre, dann. Zum Reinbeißen. Schmackofatz. Ja. Aber wie gesagt, das sind halt Stellen, wo wir jetzt auch primär jagen wollen im Frühjahr, weil hier hinten ist jetzt ja eine stark frequentierte Straße. Ja, ich höre da schon was. Und deswegen. Bejagungsschwerpunkt sozusagen. Genau. Ne? Gut. Cool. Ja, dann hole ich jetzt mal meine Knifte. Dann. Sollen wir uns die angucken, meinst du, ja? Oh, ich habe was ganz Besonderes mit. Na, gucken wir mal. Pass mal auf, du. Sesam, öffne dich, ja? Ja, oh, hallo. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Dann werden die gleich die Äuglein rausfallen. Stieläuglein kriege ich da immer. Achtung. Tadadada. Das hast du noch nicht gesehen, was? Fast so schlank wie du. Fast. Oh Gott, ja. Das wäre eher was für mich, weißt du? Da fange ich nicht so an zu zittern. Darf ich mal in die Hand nehmen? Oder dem Erik gegen wir lieber nicht, der bricht ihn noch durch wie so ein Streichholz. passt nicht zu dir. Junge, Junge, Junge. K95 Carbon. Oh, aber auch. Ja, super leicht. Ah, das ist schon der Griff und so, ne? Schon cool, ne? Aber pass mal auf hier, wie beim Sportwagen. Was, Achtung, bei Action kommt der Heckspoiler raus. Hier kannst du auch noch an. Das ist natürlich top, weil kannst man wirklich anlegen kann. Ne? Ja, ja. Hier kannst du Länge noch verstellen, je nach Körpergröße. Ne? Ja. Aber gelten lassen. Aber nicht schwer. Ne? Also ich meine, klar, ja, schlanke Waffe. Ich habe es auf die Küchenwaage. 2,7 Kilo. Ja? Ohne Glas. Hm. Ja, Carbon ist up to date. Ne? Kann man aber so sagen. Aber schießt dich angenehm. Schießt dich wirklich. Ja? Ja, schießt dich gut. Und Kaliber ist was? 308. Mal ohne Bremse. Gewinde hat sie auch. Mhm. Aber keine Bremse. Kann man Schalli drauf machen. Muss was auf die Öhrchen setzen. Ja, ja, das brüllt. Weil das 52er Lauf, das ist schon laut.
Ne? Ja, also auch zum Pirschen oder was, auch geil. Ne? Bergjagd, ja. kann man für alles nehmen, ne? Im Prinzip. Klar. Ist vielleicht, so. Nicht die, vielleicht keine Drückjagdwaffe, aber für den Ansitz ist ja, top. Weiß man nicht. Muss nur schnell nicht. Nachladen, ja. ne? So, genug gequatscht, ich muss hier los. Ja, los, dann pack deine Sachen, wir hauen jetzt ab. Und, ne? Weit Geheul, mein Lieber. Ihr hört mich ja gleich. Naja, hoffen wir es. Ja, bis dann, ne? Jo. Und nimm deine Sachen mit, ne? Nicht die Hälfte vergessen. Und vor allem Munition einpacken, ne? Oh, gut, dass du es sagst. Ja, nicht, dass du wieder mit Steinchen schmeißt. Ja. So, jetzt haben wir den Dicken abgesetzt. Jetzt fahren wir mal zu unserer Stelle. Mal gucken, was der Erik ausgesucht hat. Ich glaube, am Raps, meinte er. Raps ist ja immer gut. Raps ist immer ein Leckerchen. Drücken wir mal die Daumen, dass sich da Rehe blicken lassen heute Abend. Gucken wir mal. Gut, sind wir angekommen. Du hast gesagt, hier unten am Bahndamm ist unser Sitz. Raps. Genau. Der Wald da hinten ist Sachsenforst, ne? Genau, das Sachsenforst, wie gesagt, sitzt ja schon im Hintergrund. Legt man es auch erstmal Jagdschwerpunkt drauf, weil es ist da hinten eine riesengroße Lücke im Wald. Das ist Waldumbaufläche und da werden wir jetzt im Frühjahr den Schwerpunkt auch hier drauflegen. Okay. Ne? Und sag mal, neues Revier, man sieht hier schon, hier ist was angepflanzt. Also ihr habt ein bisschen was vor, ne? Naja, klar. Also wir haben jetzt das Revier ungefähr ein Jahr und haben uns jetzt erstmal so ein bisschen Überblick verschafft. Das sind 700 Hektar, das sind jetzt 3 Jäger und haben aber jetzt schon sehr guten Draht zu den Bauern. Also haben wir letztes Jahr angelegt, 1 Kilometer Hecke und haben jetzt auch die eine oder andere Stelle, wo wir jetzt auch noch Hecken pflanzen dann im Herbst und ja. Cool, Wildacker oder was habt ihr auch in Planung oder was macht ihr? Ja, klar. Ja? Also gerade so Brachflächen oder ähnliches bietet sich an. Ne? Was die jetzt nicht bewirtschaften können auch oder so. Genau. Ne? Zur Verbesserung hat er Essungskapazitäten. Ne? Mhm. Und sag mal, Raubwild, wie sieht es da aus? Katastrophe. Tatsächlich, ja? Ja, ja. Also wir haben hier ordentlich, also sehr, sehr hohen Fuchsbesatz. Waschbären haben wir eine ganze Menge, gerade im Ort unten. Mhm. Und da haben wir ja ziemlich viele Bauern auch, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Und die haben jedes Jahr ziemlich hohe Verluste, auch bei den Hühnern und überall durch Füchse. Ne? Und Niederwild habt ihr auch, Hasen hast du gesagt? Also wollt ihr dann auch Raubwild straff bejagen, dass ihr den ein bisschen unter die Arme greift sozusagen? Also wir haben ja, wie gesagt, schon gute Essenskapazitäten auch von Niederwild hier und haben einen recht guten Hasenbesatz. Also gerade mit Wärmebild haben wir das letztes Jahr im Herbst, Winter recht gut gesehen. Ne? Mhm. Und cool. Na gut, packen wir es, würde ich sagen, oder? Ich denke, die könnten früh kommen. Ja gut, hier ist relativ viel Betrieb, aber unten die Ecke ist relativ ruhig. Ja, da ist auch kein Weg oder was, ne? Und nix, ne? Ja gut, komm, dann lass uns mal Richtung Sitz tigern. Dann schauen wir mal. He? Ich denke. Alles klar. Ja, da hat der Erik nicht so viel versprochen. Wunderbarer Platz hier. An einem Weg. Vor mir ein kleines Waldstück. Dahinter Feld sehe ich. Vielleicht sowas wie eine Streuobstwiese. Und hier eine Wiese. Da ist Gras, Raps, Klee, Luzerne. Also so eine richtige Rehwildmischung. Da hinten verläuft die Straße. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja gut, aber ich denke, wenn ein Bild kommt, dann kommt es von vorn aus dem Bestand, aus dem Wald. Oder da hinten ist noch so eine Brache. Ja, so ein bisschen die Augen offen halten. Ich habe schon mal gelesert, bis zur Waldkante sind es 120 Meter, in die Ecke sind es 117, 80 bis zur Salzlecke. Alles machbar. Erik, jetzt könnte ja in Sachsen, glaube ich, ab 16.04. könnte Rehwild jagen, ne? Genau. Und ihr nutzt das auch, ne? Ja, das ist ja ein bisschen bitte kontrovers diskutiert, sage ich mal. Warum machst du das? Also was sind deine Gründe? Ja. Natürlich ist die Ansprache vom weiblichen Rehwild deutlich einfacher. Wir versuchen natürlich jetzt Mitte April bis Mitte Mai schon vor allen Dingen an den Schwerpunkten so viel wie es geht Strecke zu machen. Schwerpunktmäßig natürlich Jährling und Schmalrehe.
und wollen dann eigentlich ab Mitte Mai dann auch Jagdruhe lassen, weil dann kommen es so langsam die Kitze. Wir haben übrigens mit den Landwirten hier und den Jägern vom Nachbarrevier einen Verein gegründet, Kitzrettung mit Wärmebilddrohne. Ganz klasse Sache, dass sich auch die Landwirte jetzt mit engagieren. Da wollen wir dann eher den Fokus dann darauf legen und dann erstmal Ruhe lassen im Revier. Und wie gesagt, jetzt halt, denke ich, gibt es auch die Witterung her. Wir hatten ja keinen strengen Winter. Also du kannst ein bisschen anpassen, wenn du jetzt noch lange Frost hast, dass du dann... Nee, wenn die abgemergelt aus dem Winter kommen, aus einem harten Winter, da muss man nicht gleich am 16. April reinfunken. Dann sollen die erstmal in Ruhe essen. Aber wir hatten ja jetzt so gut wie gar keinen Winter dieses Jahr. Und Esung ist ja... Ja, haben wir hier mehr als genug. Also wie gesagt, Esungskapazität ist reichlich hier da vorhanden. Von daher wollen wir die Zeit nutzen, effektiv nutzen und dann Jagdruhe lassen. Also macht er jetzt grob, ich sag mal, 4 Wochen, dann kommt so ein Schwerpunkt auch Kitze suchen. Genau. Und dann geht es ja eigentlich auch schon wieder weiter, wenn man hier die Feldflächen sieht mit den Schweinchen. Ne? Da muss ich sagen, der Schwarzwildbestand hier, also ich kenne das Revier schon lange, ganze Familie sind alles Landwirte hier und der ist schon massiv zurückgegangen, der Schwarzwildbestand. Also es finden ja mittlerweile revierübergreifende Drückjachten statt. Mhm. Auch gerade wir mit unserem Nachbarrevier, wir stimmen uns eng ab, wo die Schweine gerade sind. Und gerade hier im Eischutz, wir sind dann im Winter halt mit den Hunden halt, beteiligen uns damit an Drückjachten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir wenig Schweine haben, weil man hat natürlich als Familienvater im Sommer andere Sachen zu tun, als nächtelang Feld zu bewachen. Ne? Und von daher, nee. Ich bin vielleicht ein Held. Jetzt sitze ich hier schon eine halbe Stunde. Ich habe schon mal ein bisschen abgeleuchtet, die Kanten, kein Rehe zu sehen, aber ich habe auch noch viel Zeit. Und greife so nebenbei in meine Jackentaschen und denke, oh, noch 3 Patronen. Das sind die, die ich vorhin aus der Packung genommen habe. 3 Patronen in der Tasche. Heißt eins, es ist noch keine in der Waffe. Das will ich jetzt mal nachholen. Manchmal geht es bei Rebel ja schnell. Dann wäre es halt schon doof, wenn es nur Klick macht. Naja, okay. Also ist ja noch nichts passiert. Bringt mich zu dem Thema Rebel-Kaliber und Munition. Da wird ja immer viel diskutiert. Also eigentlich ist es eine ganz einfache Geschichte. Das ist eine 308. Damit macht man schon mal gar nichts verkehrt. Reh ist ein relativ feingliedriges Wild und auch nicht besonders schusshart. Da ist die 308 ist da schon mehr als ausreichend. Die 223 würde genauso funktionieren oder eine 222. Ja, es ist immer die Frage, was hat man für ein Geschoss? Ob man bleifrei schießt oder herkömmliches Teilmantelgeschoss ist da fast egal bei Rehwild. Es kommt in erster Linie auf den Haltepunkt und den Treffersitz an. Das heißt, ich sage immer so 2 Finger hinterm Blatt mit dem Wildkörper bekommt man jedes Reh. Also da nicht, wir diskutieren immer gerne über Kaliber und Munition, ist auch schön. Aber man kann sich da schon ein bisschen entspannen. Präzision ist wichtig und dass dich der Schütze im Griff hat. Das ist schon die halbe Miete. Du meintest vorhin, die Vorpächter haben, sagen wir mal, viel männliches Wild geschossen. Da lag ein Schwerpunkt drauf. Ja, kann man so sagen. Ja. Was ist jetzt die Folge davon und was macht ihr? Ja, Folge ist halt, man hat halt vermehrt hier ältere Ricken. Ne? Und man sieht halt auch, die Kitze sind, also haben wir letztes Jahr im Herbst und Winter gemerkt, relativ schwach. Ne? Und wir wollen jetzt versuchen, auch den Schwerpunkt dann, vor allem im Herbst, dann Herbst, Winter dann, also man kann zwar ab August hier in Sachsen schon Kitze bejagen, aber das machen ist Blödsinn aus meiner Sicht, muss man noch nicht machen. Aber wir wollen jetzt den Bestand, den Rehwildbestand verjüngen und wollen dann auch versuchen, mal im Herbst dann Dubletten zu schießen und halt auch die älteren Ricken dann zu entnehmen. Weil klar, folglich dann natürlich auch Wildbreitgewicht und ähnliches von Kitzen auch signifikant steigt, ne? Wenn man das ordentlich bewirtschaftet. Und was ja auch noch ein Vorteil ist, sage ich mal, wenn du das im Oktober machst, du siehst ja auch, wie die verfärben. Ne? Genau. Kannst dann die alten Stücke gut, genau. Gut ansprechen. Ne? Genau. Und dann versucht er gleich Dubletten oder was auch immer zu schießen, ne? Wahrscheinlich. Genau.
Oh, da noch kein Rehwild-Anblick gekommen ist und gerade so schön die Sonne noch mal über die Baumwipfel scheint, wollte ich euch mal was über die Bejagung von Rehwild im April und Mai erzählen. Da wird nämlich immer sehr viel diskutiert, gibt es 10.000 Meinungen. Welche richtig ist, muss dann jeder für sich entscheiden, aber ich gebe einfach mal einen Tipp. Den April und den Mai, den sollte man vor allem nutzen, um Schmalrehe zu bejagen, denn zu keiner Zeit erkennt man die besser als gerade im April und im Mai. Sie sind noch sehr schlank, die Ricken haben noch nicht gesetzt, also man kann sie alleine anhand der Statur sehr sicher unterscheiden. Wenn man Zweifel hat, ganz klarer Tipp, wenn nur der geringste Zweifel besteht, dass das kein Schmalreh ist, muss man einfach den Finger gerade lassen. Da gibt es andere Möglichkeiten. Oder wenn man es nicht direkt sieht, dass es ein Schmalreh ist, dann ist es so stark, dass man es sowieso ziehen lassen sollte. Bei den Jährlingen ist das ein bisschen anders. Da hängt es einfach maßgeblich vom Revier ab, was man erlegt und was man ziehen lässt. Hat man zu viel Rehwild, erkennt man das vor allem an den Jährlingen. Ja, denn so ein Überbestand sorgt dafür, dass Ricken vor allem schwache Kitze setzen und die nie diese Entwicklung erfahren, wie in einem Rehwildrevier, wo der Rehwildbestand eher gering ist. Das heißt, dass man im April und Mai sehr viele Knopfer oder Spießer sieht. Das ist das beste Zeichen zu erkennen, dass man in den vergangenen Jahren zu wenig erlegt hat. Denn in gepflegten Revieren, wo man wirklich hinterher ist und auch genügend weibliche Stücke schießt, vor allen Dingen dann natürlich im Herbst und Winter, da kommen halt Spießer und Knopfer super selten vor. Ja, der Jährling sollte, wenn man darauf Wert legt, ja, seinen Bestand zu pflegen und auch mal irgendwann einen reifen, starken Bock ernten möchte, da müssen die Jährlinge mindestens lauscherhohe Gabler sein oder gar Sechser Gehörne schieben. Du bist ja im Jagdkorps aktiv, bist ja alter Herr. Genau. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe Sportwissenschaften studiert an der Sporthochschule. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns überhaupt sowas gab. Aber du hast ja was anderes studiert. Und was macht das denn aus? Und was bietet so ein Jagdkorps alles? Also es ist eigentlich unabhängig vom Studiengang, kann man da aktiv werden als junger Student. Aber im Forstbereich ist es schon eher gang und gäbe, oder kann man nicht? In Tharan zum Beispiel gibt es eine Forstverbindung, also ich glaube in Göttingen auch, jetzt nicht an jeder Fakultät. Also ist ja auch meistens ein bisschen geschichtlich resultierend. Also wir zum Beispiel in Leipzig, das Jagdkorps Berzia zu Leipzig wurde 1922 gegründet im Februar. Also wir hatten letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum sozusagen und Ziel und ist es natürlich auch klar, neben den studentischen Traditionen, dass man die ein bisschen wahrt und pflegt, vor allen Dingen auch die jungen Jäger, die jetzt nach Leipzig kommen, junge Studenten, auch jachtlich zu fördern. Ne? Weil meistens haben die einen 14-Tage Crashkurs gemacht und naja, weißt du selber, da ist Jagdpraxis, Jagderfahrung gleich null und wir alte Herren stellen natürlich unsere Jagdreviere auch mit zur Verfügung. Und das Wissen. Genau, und nehmen es mit raus, leiten es an, weil wie gesagt, Weitgerechtigkeit spielt natürlich eine ganz erhebliche Rolle dabei. Ja, dieses Lehrprinzentum ist wichtig im Prinzip. Genau, ne? Das ist ja. Genau, und wie gesagt, egal was man da jetzt studiert, also kann man sich da bei uns aktiv melden und wird da sozusagen mitgenommen und auch an die Hand genommen, die Jungjäger. Genau. Und Jagdmöglichkeiten ist natürlich auch ein Thema. Ne? Man, ja, na klar. Oder Hundeausbildung oder alles Mögliche. Ne? Also man hat Kontakte dann genau, einfach. Genau. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, hinten aus der Ecke. Ich glaube, ganz schwer zu sehen. Näher kommen.
nachdem hier die Ricke mit dem Schmalreh auf die Ebungsfläche gezogen ist, kam jetzt ungefähr 10 Minuten später noch eine Ricke. Und das Erste, was die gemacht hat, ist das Schmalreh zu vertreiben. Ja, das machen die manchmal die alten Damen. Die werden dann ein bisschen mürrisch. Naja, auch bloß Menschen. Jetzt ist es aber wieder vertraut. Sichert aber ab und zu mal wieder Richtung Wald. Also ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Ja, warten wir einfach mal ab, ne? Das Schmalreh ist jetzt nah genug rangekommen. Ich versuche jetzt nochmal, ob ich das Glas bekomme, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Boah, jetzt haben wir uns hier richtig böse den Allerwertesten abgefroren, auch früh gesessen. Ja, Nordostwind war echt nicht schön, haben so gedacht, die Rehe finden das auch nicht gut. Ganz zum Schluss jetzt kamen tatsächlich noch welche raus aus dem Forst. Ja, aber weit weg, also ich sag mal 300 Meter, 600 Meter. Und ja, keine Chance gehabt einfach. Aber gut, haben insgesamt doch ein paar Stücken gesehen, muss man sagen. Also 5-6 Stück insgesamt an der ganzen Kante. Gut, es war ein Waldrand, 600 Meter, konnten weit gucken. Boah, aber jetzt reicht's auch. So, jetzt fahren wir zu Schätzelein. Der hat nämlich geschossen. Und dann gucken wir mal, was er da fabriziert hat. Auf dem Schätze ist Verlass. Guck dir das an, ne? Schätze hat was. Na du, Obermaus. Schöne Marsch hier übers Feld. Mit so einem schweren Tier im Schlepptau, oder? Aber ich hab was mitgebracht. Ey, was hast du Schönes? Sauber, mein Lieber. Schmalreh. Schmalreh. Oh, Mensch. Wie bestellt. Ah, guck's dir an, du. Oh. Auf dich ist Verlass, hä? Oh. Ey, war aber gut was los da hinten. Eine Ricke mit einem Schmalreh, noch eine Ricke und ein starker Sechser. Sechser? Ja. Schätze, mein Lieber. Oh. Waldmann sei. Waldmann sagt mein Guter. Schön, freue ich mich um das Schmalreh. Vielen Dank, war eine schöne Ecke. Wunderbar, gut Anblick gehabt. Waldmann sei da nochmal von mir, mein Lieber. Gut gemacht, wa? Ganz Dank. Sehr, sehr schön. Ja. Sauber Schuss, Lackfleisch hat hier hinten aufgebrochen. Schön geringelt. Super. Ich wusste nicht, wie er das hier macht, aber ringeln ist nie verkehrt. Blitzeblank, wa? Blitzeblank, du. Sehr schön. Ringeln ist schon gut. Prima. Sechs hast du auch gesehen. Sechs habe ich gesehen, der war im Bestand. Ha. Da hätte ich warten können, aber das war so schon gezockt. Ne? Ich habe es eigentlich schon abgeschrieben gehabt, weil die kamen erst näher, sind wieder weggezogen. Und dann wirklich im letzten Licht, habe ich also hier, jetzt wartest du nicht mehr auf den Bock und so, ist sowieso viel, viel schlauer, jetzt einen Schmalreh zu schießen. Ja, auf jeden Fall, klar. Prima, freue ich mich. Super. Danke. Tippitoppi. Hat gepasst, wa? So, liegt auf der falschen Seite, ne? Nicht, dass da irgendwelche Schlauscheißer kommen, ne? Ich habe sie auch nur und rummotzen, kurz ne? platziert. Ja, ich will's nur, weißt du? Na, nachher gibt's wieder Kommentare, ne? Der Chefredakteur also, etc. Es ne? ist keine Strecke legen. Ja. Ne? Ah, ja, schön. Also du hast gesagt, du bringst es jetzt in die Kühlung? Genau, ich schaff's jetzt in die Kühlung und ich glaube, ihr habt da noch ein Stück vor euch ja, heute. Leider. Ja, leider. Es ist ja immer das Gleiche. Ja, das Erlegerbier trinkt man das nächste Mal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Drückjagdtermin hast du. Genau. Ja, genau. Hector ist schon aufgeregt. Hauptsache Hector kommt. Hector ist komm her, nochmal. Ja, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, das war's schön. Kalt? Wir hätten ein bisschen mehr kuscheln. Ja, Christian. Ja. Alles lang, Christian. Hupla. Oh Gott. So, komm, nicht, dass du dir noch einen Bruch hebst an dem Stück. Ich heb dir doch. Ja, ja, genau. Ich habe ja wieder nichts gemacht. So, wohin? Hast du? Ja. Oh, sehr schön. Wunderbar. So. Tippitoppi, würde ich sagen. Ja, hast du gut gemacht, wa? Bist ein ganzen Feiner, wa? Man muss auch mal loben. Komm mal her, streicheln. Und die starke Schulter sollte mal ein Bein werden. So, okay, Erik, alles vielen, da. Vielen Dank. Mach's schön gut. Wir sehen uns, hören uns. Ciao, danke. Ciao. Ja, meine Schäfer geschossen. Ja, prima, gut. Hey, Junge, wir sind hier im Freistaat Sachsen. Nee, sicher, mein Kütze, das hast du ganz gut gemacht hier.
Weidmannsdank. Und du hast wieder nichts gebracht, Junge. Ich habe wieder nichts gebracht, aber ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet und habe mit dem Gastgeber gute Gespräche geführt und du hattest wieder nur Fun. Weißt so, du? So, so. Der Chef, weißt du? Das Fußvolk muss arbeiten und der Chef hat Spaß. Nein, aber hast du gut gemacht? Hast du sehr gut gemacht. Ja, also, war auch spannend. War wirklich eine super schöne Ecke. Ja, die Ecke war mega. Schön ausgesucht. Ja, die Ecke war top, die Esung war top und alles. Also, das war echt. Aber bei uns auch. Wir hatten ja Raps und alles. Mhm. Es war halt einfach wirklich arschkalt. Der Wind stand bei uns drauf. Gut, zum Schluss kamen noch ein paar Stücken raus. Ja. Aber mit Erik, er ist halt einfach echt so ein ruhiger, angenehmer Typ. Der Ruto in sich, ne? Total. Und der hat halt was drauf, aber der lässt das nicht raushängen. Der weiß viel. Ja. Und ist halt echt ein richtig guter Jäger, ne? Und das macht halt Spaß, ne? Ja. Also, das war richtig cool. Hat Freude gemacht heute. Und ich freue mich schon wieder auf den Herbst, wenn er kommt. Mit Hector, der kleine Terrorist. Der Riesentyp und der kleine Hund, wenn der sich da drauf setzt, und fängt er an zu flöten. Kommen die Augen raus. Ja, der Hector passt schon auf. Das ist ein ganz helles, kleines Hundeköpfchen. Ja, ja. Kann man nicht von jedem behaupten. Aber gut. Das stimmt. Ja, gut. Nein, war gut. War ein guter Abend. Super schöner Tag. Knappe kalt, deswegen hier schön Sitzheizung an. Oh, die Sitzheizung, du. Ich sag jetzt nicht, was ich dazu immer gerne sage. Und nee, sag's bitte nicht. Manchmal muss man auch Dinge für sich behalten. Ja, Schweigen fällt mir manchmal schwer. Weidmannsheilung, mein Lieber. Hast du gut gemacht.